Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Spiel 1 für Rüdiger Rehm und seine Wiesbadener. 8 Tage nach dem Rekordsieg mit 7:0 in Köln überrennen sie jetzt auch Jena. Die Thüringer kamen als Außenseiter nach 9 Spielen ohne Sieg und fingen sich einen Konter in der 17. Minute. Lorch. Und dann rollt der Konter über Schönfeld. Das ist Schwadorf und der legt quer für Scheffler zum 1:0 für die Gastgeber in der 17. Minute. Einfach nur wie an der Schnur gezogen, der perfekt gespielte Schnellangriff. Jena eigentlich gewarnt vor dieser Wiesbadener Qualität, aber sie liefen rein ins offene Messer. Rüdiger Rehm erstmal happy, es schien alles nach Plan zu laufen. Lorch. Und dann startet Chiré, zieht vorbei am Gegner, einmal gehalten und mit Glück ist Grösch dazwischen und rettet. Schauen wir noch mal drauf. Da ist der 9-Tore-Mann Chiré mit der Chance, Koppen zielt und im Nachhinein dann auch noch Grösch. Langer Ball dann von Torwart Koppens. Und Achtung, die beiden Innenverteidiger von Wiesbaden sind sich nicht einig. Wenn zwei sich nicht einig sind, dann freut sich der Dritte. Und Tietz macht in der 28. Minute den Ausgleich. Sehr überraschend in dieser Phase. Tietz, wie witzig, er schoss im August am 5. Spieltag den letzten Siegtreffer der Jena. Damals das 2:1 gegen Zwickau. Jetzt trifft er wieder. Ein gutes Omen für Jena. Zur Pause unentschieden 1:1 und es sollte noch einiges kommen. Der zweite Durchgang startete mit einem Feuerwerk der Gastgeber. Scheffler mit dem Kopfball in der 66. Dann Schmidt an die Latte in der 68. Zimmermann wechselte mutig, stellte um auf 4-1-4-1. Dann der lange Ball. Er landet lästig wieder bei Tietz und er macht ihn rein. Jena führt in Wiesbaden, 76. Minute. Der Doppelpack durch Tietz, den Neuzugang aus Paderborn. Nochmal das Ganze. Jena dreht das Spiel in Wiesbaden durch den Doppelpack von Tietz. Ist das vielleicht der lang ersehnte Sieg, der erste seit Ende August? Jetzt keimte Hoffnung bei Jena, aber man weiß ja, Wiesbaden kommt gerne und vehement zurück im eigenen Stadion. Und die Gastgeber kamen mit dem starken Schwadorf. Der flitzt da durch auf der Außenbahn und da hinten ist Scheffler. Tor? Nein, kein Tor. Und schauen Sie hin in der Zeitlupe, weil Kühne irgendwie den Körper noch gerade dazwischen bekam. Wahnsinn, das in der 78. Eine Minute später. Der Befreiungsschlag wird zur Vorlage für Tietz. Der startet aus der eigenen Hälfte, deshalb kein Abseits. Tietz, macht er sein drittes? Nein, er macht viel frecher. Er lässt den Minzel ins Leere rutschen und bedient Starke. Was ein Tor! Unfassbar! Das 3:1 für Jena in der 79. Minute. Wie genial macht der Tietz das mit dem Selbstvertrauen seines Doppelpacks. Legt er hier quer für Starke, nachdem er Minzel ins Leere rutschen lässt. Wahnsinn! 3:1 Jena. Das Spiel entschieden. Haben sie den Sieg sicher? Nö. Auf der anderen Seite Schüler in seinem ersten Drittligaspiel fault Schmidt auf der Strafraumgrenze. Berechtigter Elferpfiff. Schmidt macht es selber. Und verwandelt in der 89. Minute nur noch 2:3 durch diesen verwandelten Elfer. Was für ein Krimi. Und es gab 5 Minuten Nachspielzeit. Und da kommen sie, da kommen sie. Andres bringt den Ball da innen, Tittgen und Klatsch an die Latte. Was für ein Krimi, aber es blieb beim 3:2 für Jena. Jena holt den ersten Sieg seit dem 27. August. Wir fangen mal damit an, dass ich gerne Ihr Handgelenk mal sehen würde. Können Sie das mal in die Kamera halten? Ja. Das haben Sie nämlich geküsst nach dem 1:1. Ja, ja. Was hat das für einen Grund? Das sind die Anfangsbuchstaben für Mama, also M für Mama, P für Papa, V für Vanessa und F für meinen Hund Frodo. Die sind immer bei mir. Und das ist, gebe ich so ein Dankeschön an die, weil die mich immer täglich unterstützen und mir immer Halt geben, wenn es mal nicht so läuft. Herrliche Geschichte mit diesen Glücksbringern, mit der Mama, mit dem Papa, mit Vanessa. Und für Hund Frodo gibt's natürlich ein extra Leckerchen.